Heyo, heute machen wir Hokkaido, Bacon, Hackschiffe. Das fällt wieder unter dem Bereich in Grilljunkie experimentiert. In der WhatsApp-Gruppe habe ich aufgerufen, wer Lust hat, vorbeizukommen heute, und zwei Leute haben sich gemeldet. Leider aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sind sie noch nicht da, aber werden noch auftauchen, dann können sie sich selber vorstellen. Aber wir gehen jetzt darüber und fangen schon mal an. Auf geht's. So, dann wären wir bei der kleinen, aber feinen Übersicht. Was da im Hintergrund so gluckert, das ist die Spülmaschine, die werde ich jetzt mit Sicherheit nicht ausschalten. Wir haben hier 500 Gramm Hackfleisch gemischt. Naja, vielleicht regt sich ja jetzt die Tante Apfelbumm wieder auf. Wächst was auch immer. Dann haben wir natürlich Beckenstreifen. Ja, die können wir eigentlich gleich hier mit reinhauen. Dann sind die schon mal aufgeräumt. Einen kleinen Hokkaido-Kürbis. Einen Cheddar-Käse habe ich. Dazu eine Käsereibe. Beckenscheiben brauchen wir für die Segel. Und dann eigentlich bloß noch Salz, Pfeffer, Paprika. Da habe ich mich jetzt mal für die Grillshow-Serie entschieden heute. Gut. Hackfleisch mit Salz, Pfeffer, Paprika würzen. Und danach tun wir den Cheddar ein bisschen was hineinhobeln. Das werde ich jetzt alles soweit vorbereiten. Und dann legen wir mit dem Kürbis los. Ja, knapp der halbe Brocken. Ich würde mal sagen, das reicht aus. Gewürze eben nach Gutdünken. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie viel er da an Gewürzen reintut. Und dann tun wir das Ganze erstmal ordentlich durchkneten. Abschmecken, vielleicht noch nachwürzen. Und danach geht's wirklich gleich weiter. Hackfleisch soweit fertig. Ihr könnt es natürlich auch noch ins Hackfleisch Zwiebeln reintun, Ei, Brötchen, was ihr möchtet. Das ist absolut jeden selber überlassen. So, und wir schauen jetzt, dass wir unsere Rümpfe bauen. Dazu teilen wir uns jetzt hier erstmal diesen Kürbis. Hier können wir uns jetzt schön das Kerngehäuse rausschneiden. Oder auch mit einem Löffel rauslöffeln. Das kann man jetzt machen, wie man möchte. Also den habe ich jetzt mit dem Messer gemacht. Den nächsten werde ich versuchen auszulöffeln. Und danach berichte ich euch, was einfacher ist. Leute, da brauche ich nicht viel berichten. Das kann ich auch ganz einfach zeigen. Weil definitiv mit dem Löffel. Ja, die einfachere Variante. Wir schaben uns dann hier noch so eine richtig schöne Kuhle aus. Wir wollen ja schließlich auch ein bisschen was von der Hackmasse hier reinbekommen. So sieht es jetzt richtig schön aus. Bearbeite ich noch die anderen Stücke auch noch nach. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Schwupps, können wir auch schon wieder weiterarbeiten. Dann nehmen wir unsere Bootsrümpfe. Ich glaube, das werden jetzt eher Lastschiffe werden. Und füllen das schön mit der Hackmasse auf. Was ich noch vergessen habe, es kommt später noch Ahornsirup mit ins Spiel. So. Schiff ist geladen, fehlt nachher nur noch die Takelage, das Segel. Gut, ich bereite sie soweit vor und dann geht's mit der Takelage weiter. Weiter geht's mit der Takelage. Ich bin ja wirklich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann nehmen wir uns immer so zwei oder drei Scheiben vom Bacon. Da wäre jetzt ein richtig schön dick geschnittener Bacon gut gewesen.
Dann lege ich ganz einfach drei Streifen übereinander. Warum greifst du den jetzt so erst an? Und dann wird es ja keine Takelage. So. Dann ziehen wir den hier oben rum, dass der da oben hält. Und stecken den Mast einfach einmal hier rein. So. Und das ist dann unser Bacon-Segel. Ob es funktioniert oder nicht, ich habe keine Ahnung, Leute. Wir werden es nachher sehen. So. Ja, jetzt habe ich bloß zwei Streifen. Er muss auch ausreichen. So, die Hunde bellen. Vielleicht haben wir ja jetzt schon Besuch. Schauen wir nachher gleich einmal nach. So. Jo, die letzten zwei noch fertig machen. Und dann können wir auch schon raus an den Grill gehen. Wo übrigens heute auf dem Monolith gegrillt wird. Und ich glaube, der Besuch ist da. Der wird sich dann gleich vorstellen können. So, Freunde, nachdem ich hier jetzt Zahnstocher verteilt habe, weil ich meine Kamera mit Bacon vollgeschmiert habe und den Hack. Bacon, oder war es Hack, aus der Cam rauspullen wollte, ist mir hier ein kleiner Unfall passiert. Aber egal, tut nichts zur Sache. Die Hokkaido Bacon Hackschiffe sind soweit fertig für den Grill. Restliche Hack habe ich Kügelchen gemacht und noch mit Bacon umwickelt. Ja, alles aufgebraucht und dann können wir endlich rausgehen. Und draußen darf sich dann noch der Besuch vorstellen. Ja, Leute, wie ich es vorher schon erwähnt hatte, wir machen es heute auf dem Monolith. Den habe ich vorgeheizt auf 180 Grad und jetzt drehe ich mal die Cam, weil die zwei stehen gerade hinter mir. Und jetzt habe ich hier wieder Menü. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, Dalle. Jo, dann stellt es euch doch mal vor hier. Hallo, ich bin der Bernd von Smoking Bees Barbecue. Ja, hallo, ich bin der Thomas von Barbecue aus Baden. Ja, und ich hoffe mal, wir werden heute einen lustigen Tag haben, oder? Auf jeden Fall. Jo, dann Cam wieder da runter. Schmeiß mal das Zeug auf den Grill. Jo, Freunde, wir können draufhauen. Ich mache bloß das dem Party-Cue schnell aus, sonst bläst er wieder rein wie verrückt. So, und dann stellen wir mal unsere Hokkaida-Schifflitter drauf. Und ich bin ja wirklich gespannt, ob das hinterher so funktioniert und rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Wenn ja, wird es echt eine feine Sache. Wenn nicht, ja, Pech gehabt. Na? Ja, sie stehen hast etwas. Hast du einen Metallhalter, wo es reinstellen kannst? Lass den nicht kippen, weil wenn der Kürbis weich wird. Ach Gott, Sakrament, Schatz, du hast dich auf eine Idee gebracht. Weil wenn der Kürbis weich wird, dann kommt der sowieso runter. Das weiß ich jetzt schon. Das wird nicht ganz funktionieren. Nee, funktioniert was, nicht. Was hättest du denn gern? Wie denn? Ja, aber das passt dann nicht mehr auf den Grill, mein Schatz. Was denn? Mach halt bloß die Hälfte auf. Ja, und wie soll ich das dann da rein tun? Gott und Vater. Ja, ich stelle mich wieder an wie der letzte Mensch und der Mohikaner. Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert alles nicht, so wie ich das will. Jetzt fummeln wir alle hier rum. Lass die Dinger jetzt einfach so stehen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Die kippen dir alle. Glaub's mir, die fallen dir alle um. Ja, was machen wir dann? Weil wenn dieser Kürbis weich wird, dann fällt der da nach unten, weil der ja weich ist. Der hat ja keinen Stand mehr.
Oh je, Frauentechnik. Halt bloß die Schnauze. In Metall? Was anderes? Metallic fährst du nicht? Nein. So oben drauf. Dann oben drüber stülpen. Wie dann oben drüber? Ah, das ist ja so ein Fähnchen. Dann bleibt das Fähnchen hier drin stehen. Nee. Lass mir jetzt die Dinger hier einfach draufstehen. Mach die einfach drauf und wir haben hinterher einen Wrack. Ja, gut. Hey, dann gut. Haben wir hinterher einen Wrack. Wir sind Land runter dann. Wutsch. Weil irgendwann muss ich den Grill auch wieder zumachen, weil sonst überheizt er nämlich wie blöd. So, jetzt habe ich es dagegen. So, Deckel zu, Affe tot. Stehen sie noch? Ja, sie stehen noch. Dann wollen wir jetzt mal reinschauen, 20, 30 Minuten, was weiß ich, mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Gebläse kurz ausmachen und die Spannung steigt, sind sie umgefallen, haben wir Fracks. Nein, die sehen sogar richtig gut aus. Na? Schatz, die sind nicht umgefallen, Edge. Sieht richtig voll aus. Ja, aber ich denke, die sind schon fast fertig. Ja? Die sind fast fertig. Ja, ein bisschen kann es noch wachsen. Kürbis? Ja, Leute, wir können nachher gleich essen. Naja, ob wir den Bacon noch... Ja, den Bacon können wir auf alle Fälle wegknuspern. 5 bis 10 Minuten maximal noch und dann können wir essen. So, Freunde, mein Schatz wedelt hier schon mit der Keule. Die hat Hunger, wir alle auch. Ich hab keinen Hunger. Halt, Cam gerade ausrichten. Ich muss das nur retten, bevor das jetzt Brikett ist da oben. Schatz hat Angst, dass es Brikett wird. Jawohl. Und dann können wir unsere Hokkaido Bacon Hackschiffle runterholen. Ah, geht sogar. Na, ist das nicht eine Augenweide? Sieht geil aus. Ha, ich muss mich selber loben. Habe ich gut gemacht. Der nächste bitte. Bitteschön. Dankeschön. Magst du jetzt nicht mehr hier so ein voller Nost? So war das jetzt. Ich wollte es euch jetzt eigentlich nicht stellen. Ja, dann tun wir noch so einen Hackboller mit dazu. Hackboller. Das wäre eigentlich meine Brotzeit für morgen gewesen. Das wäre dein Preis gewesen. Du sagst es, das wäre er gewesen. Das wäre er gewesen. So. Ja, Leute. Dann werden wir essen, probieren, Probiererle, ganz klar. Und nachher sehen wir uns noch zum Fazit, beziehungsweise beim Anschnitt. An Gurten, Leute. Also, Leute, ich hoffe, hier im Display sieht man es. Weil, ja, ich habe da irgendwie mit der Sonne nicht so den Überblick hier. So, aber der Kürbis scheint auch durch zu sein. Und wir probieren. Thomas auch im Hintergrund. Bacon zum dazu essen. Was ich jetzt noch vergessen habe, was mir gerade eben einfällt, das war die Lasur. Ich wollte ja eigentlich noch Ahornsirup. Mit Ahornsirup glasieren. Naja, Pech gehabt. Naja, das Alter. Danke, mein Schatz, aber der Bacon ist schön kross. Und ich muss sagen, lecker schmeckt.
Ich hoffe euch auch. Nichts Falsches sagen, sonst nehme ich euch die Tassen wieder weg. Nee, alles super. Super. Heiß ist es auch. Bei uns wird heiß gegessen. Wir sehen uns nachher nochmal zum Fazit. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Wollen wir doch mal noch einen Bernd und einen Thomas dazu bitten? Die haben ja auch mitgefuttert. Naja, irgendwie haben wir jetzt die Cam etwas sehr hoch. Stellen wir noch ein bisschen nach. Sonst haben wir wieder hier diesen Hut. So, jetzt. Also, super geile Kombi. Super gut geschmeckt. Gibt's nichts zu meckern. Einwandfrei. Meine Frau wird schwören drauf, dass ich es nachmachen muss. Der weiß noch nicht einmal, was da alles drin war. Das ist ja das Elend. Also, ich kann mich dem Bernd nur anschließen. Wahnsinnig tolle Kombi mit dem Hackfleisch, dem Bacon und dem Kürbis. Richtig klasse. Ich hab's genossen. Hat super funktioniert. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht anders machen würde, ich weiß nicht, ob es im Video jetzt drin ist, wo mein Schatz es gesagt hat, die Segel vielleicht bei der Halbzeit reinstecken, dann sind die nicht so extrem knusprig. Aber das wäre eigentlich schon das Einzige, was ich anders machen würde. Oder waren sie euch zu knusprig? Nee, oder also für mich genau richtig. Genau richtig. Genauso gut, wie ich es mag. Ja. Der eine mag es ein bisschen lappriger, sage ich jetzt mal, und der andere knuspriger. Also das ist Ermessenssache. Aber ansonsten perfekt. Nee, war richtig klasse. Richtig gut. Ehrlich. Gut. Ich werde heute jetzt nochmal sogar zwei Videos machen. Deswegen verabschiede ich die zwei in diesem Video noch nicht. Und ja. Ansonsten für dieses Video jetzt. Hasta la vista. Ciao. Ciao.